Willkommen zurück bei The Evil Within 2. Nein, wir machen keine Kaffeepause. Es geht gleich in die Vollen weiter, vermute ich mal. So, erstmal Kiste auf. Bitte ein Sturmgewehr. Bitte ein Sturmgewehr. Oh, kein Sturmgewehr. Ich möchte doch nur ein Sturmgewehr. Kältebolzen, die kennen wir aus dem ersten Teil. Da friert es die Gegner ein. Hier haben wir Tagebuch. Torres Tagebuch. Das ist ein bisschen unfreundlich, das zu lesen, wenn sie da direkt hinter uns steht. Okay. Dieses Tagebuch enthält Einträge in einer ordentlichen femininen Handschrift. Der jüngste Eintrag lautet: Keine Ahnung, wie lange ich schon auf Myras und Theros Rückkehr warte. Zeit ist im Stem ein recht vages Konzept. Und zwar umso mehr, seit Lily geflohen ist. Eigentlich hätten sie schon längst wieder hier sein müssen. Wenn ich hier drin sterbe, möchte ich nur, dass die Person, die dieses Tagebuch findet, weiß, dass ich freiwillig hineingegangen bin. Vor langer Zeit habe ich etwas getan, etwas, das ich bereue. Und deswegen bin ich jetzt hier und warte darauf, Lily hier rauszuholen. Das ist meine letzte Chance auf Wiedergutmachung. Und vielleicht auch ein Versuch, ein neues Leben zu beginnen. So oder so habe ich mich diesem Plan verschrieben. Ich werde es durchziehen, komme, was wolle. Aber es ist offensichtlich, dass etwas schiefgegangen ist. In dem Fall sollte ich nach Hilfe Ausschau halten, wie Kidman es mir gesagt hat. Allerdings bricht dieser Ort um mich herum allmählich zusammen. Hoffentlich kann ich ihn finden, wenn er hineingeschickt wird. Okay. Die Tagebücher sind immer noch ein bisschen komisch geschrieben. Jetzt sprechen wir noch mit der Torres. Let me ask you a few more questions before I go. You said Myra was supposed to stay behind to take care of Mobius. How? By using STEM against them. Everyone in Mobius has a brain chip implanted in them that allows them to enter STEM without being affected by it. The chip allows them access and benefits that normal citizens don't have. And you let them put those things inside you? It's not like we were given much of a choice. Myra was supposed to send a signal back through STEM that would neutralize every member of Mobius via their brain chips. Basically, like a mass remote control lobotomy. That's one way to solve the problem, I guess. If we don't do it, Mobius will just put Lily back in STEM and kill all of us for mutiny. It's the only way. I can't believe Kidman's behind all of this. She sent me into Beacon. She stood by while Lily was put into STEM. It doesn't seem like her to betray them. You're an outsider, Sebastian. You don't know what Kidman is really like. She had to keep her true self secret all this time so that she could get close enough to strike. But why now? Why not when they were building the new STEM? We need STEM to send the signal to take Mobius down. When Lily was chosen as the core, Myra and Kidman decided it was time to put everything into effect. The way things are going now, this could be our only chance to pull this off. So how did Theodore Wallace get mixed up in this? It was Theodore's idea of sending the signal through STEM. Now that I think about it, he probably just wanted to take over Mobius for himself. Damn it. I knew he wasn't trustworthy. That guy's slippery like a snake. But that's his game. He can convince people of anything. He convinced us that he was here to help us. Yeah. I've known people like that. They always seem like they're your best friend. Until they stab you in the back. One minute I was in a tidal wave of blood in Theodore's hellhole. The next thing I know, I'm in that house with you. I still don't understand how you found me. Me either. I was scouting the area around my safe house for supplies when I heard a girl's voice coming from that abandoned house. I went to investigate. No girl, but you were there. It's almost like I was led to you. A girl's voice? It had to be Lily. But how? There's no telling how or why things happen in here. STEM was already unpredictable before she escaped. But now? I stopped trying to make sense of things a long time ago. Okay. So, jetzt haben wir ja wieder eine Karte. Wir müssen zu O'Neill zurück. Stopp, das ist falsch rum. Und da kamen wir her. Ah, ein Spieglein. Nee, das lohnt sich, glaube ich, nicht. Wir waren ja vorhin erst. Ich würde sagen, das machen wir erstmal. Jetzt gehen wir erstmal durchs Mark.
right. Let's hope the marrow is still there. The marrow. Ich vermute mal, wir kommen immer wieder woanders raus. Was zur Hölle? Verflüssiger. Okay, da kann ich irgendwas zusammenbasteln. Ah! Da kann ich die Bolzen zusammenbasteln. Apropos, wie sieht's aus? 4 Schuss. Na, wir hatten schon mal bessere Zeiten. Aber ich habe 40 Schuss Pistolenammo. So, theoretisch ist das machbar. So, komme ich zu dem irgendwie ran? 30 Meter? Das ist doch ein Fall für die Armbrust. Vielleicht ein bisschen vorschnell. Oh nein. Sehr witzig. Beim letzten Mal war immer eine Overload drin. Shit. Looks like Theodore's been here. Maybe that's why I couldn't contact O'Neill. Hoffman's safe house is nearby. I should check up on her. So, erst den hier untersuchen. Na toll. Wie sieht's eigentlich aus? Ich kann mich nicht heilen, das heißt volles Leben. O'Neill. Oh. Okay, das heißt, da muss ich jetzt suchen. Oder? Was war das Ziel? Suche. Finde einen Weg zurück zu O'Neill, okay. D5 war doch... Ne, D5 war... Nicht der O'Neill, sondern die Doktorin, oder? Hoffman, you here? Oh, shit. Another one of these. What happened here? Gut. O'Neill left his safe house to go to a restricted area of the marrow? It doesn't sound like him. Nope, das sieht ganz und gar nicht so aus. Das sieht dem O'Neill definitiv nicht ähnlich. Ich glaube, ich kann den einfach so untersuchen. Oh, endlich für Schrotmunition. So, war's das? Ja. Oh. Jesus! Okay, mit dem habe ich nicht gerechnet. Gott verdammt. Oh. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Da habe ich mich kurz zu sicher gefühlt. Holy moly. Fahrstuhl fahren? Das kommt mir nicht ziemlich sicher vor. Aber von mir aus.
Looks like they had extra security for this place. Computerdatei, Sicherheitsprotokoll. Ich kann den von hinten angucken? Okay. Aufgrund der vertraulichen Art der durchgeführten Experimente haben nur Mobius Operatives mit der passenden Einheitszerebralchip-Kennzeichnung Zutritt zum Labor. Befolgen Sie beim Betreten des Labors bitte alle Sicherheitsprotokolle und beachten Sie, dass Ihre Freigabestufe Sie auch an die in Ihrem Eintrittsvertrag dargelegten Prinzipien zur Nichtweitergabe streng geheimer Informationen bindet. Operatives, die versuchen, das Labor ohne die notwendige Freigabe zu betreten, werden einer in den Mobius-Sicherheitsstatuten aufgeführten körperlichen Züchtigung unterzogen. What? Ich nehme mal den da. Für den Fall, dass die anderen noch funktionieren. Kann ich mich heilen? Ja, rein damit. Lieber zu viel als zu wenig. So. Schrotmunition. Sehr gut. Kann ich irgendwas herstellen? Nein, da haben wir genug. So, 9 von 10. What? Resident Evil? Sieht irgendwie gerade extrem danach aus. Kommt das unterirdische geheime Labor. All these tanks. Das darf natürlich nicht fehlen. What's this about? Die haben alle leuchtende Augen, das heißt, die kommen da alle irgendwann raus. Würde ich jetzt mal vermuten. Glibber! Holy. Okay. Can't pass through without one of those chips. Gotta be one around here somewhere. Oh Gott, da geht's auch noch nach oben. Ich fange mal hier unten an. Das ist jetzt aber ein Fall für Captain Armbrust. Ich glaube, hier werden wir auf jeden Fall irgendwo einen Chip finden, weil hier werden die Leute zu Hackfleisch verarbeitet. Bitte nicht runterspringen. Oh. Das wäre jetzt schlimm gewesen, wenn er da jetzt einfach runtergesprungen wäre. Schließlich will ich ja hier noch rumgucken. Da gibt's was zu lesen. Computerdatei. Beobachtung in der Grube. Hier ist es so einsam und unheimlich. Ich werfe diese Leichen, diese Dinger, in die Grube. Aber es kommen einfach immer mehr. Warum bin ich überhaupt hier gelandet? Ich höre Dinge, Stimmen. Sie kommen aus der Grube. Das kann nicht sein. Haben wir auch gerade gehört. Aber wenn sie nicht aus der Grube kommen, dann sind sie in meinem Kopf. Und das ist noch schlimmer. Akustische Halluzinationen gehören zu den Symptomen. Nein, ich kann nicht infiziert sein. Das ist kein Virus oder Bakterium. Das ist eine mentale Sache, die nur Bewohner infiziert, deren Erinnerungen umgeschrieben wurden. So haben sie es mir zumindest gesagt. Scheiße, ich muss mich zusammenreißen. Es ist nur die Einsamkeit, die mich so denken lässt. Die Einsamkeit und die Nähe zu diesen verrückten Leichen. Es handelt sich nicht um das Phänomen. Nein, alles cool. It's coming. I gotta get out of here. Ich will es sehen. Eigentlich.
Wenn man es sehen kann, dann ist es nicht mehr ganz so schlimm. Ah, war ja klar. Ah, okay. Lala. Au. Ich mag die Musik, die immer kommt, wenn die Geisterfrau da ist. Ach, komm schon. Ich kann doch gegen die eh nichts tun. Oh. Ach, was soll's. Okay, das war nicht gut. Oh, was macht die? Ach, die zieht mir meine Seele raus. Oh, wow. Oder sie infiziert mich. Okay. Geist, nicht gut. Holy shit. Ich weiß nicht, ob ich die Flasche berühren darf oder nicht. Flasche. Kann ich die auswählen? Mach nur auf die 6. Im Ernst? Holy shit, Alter. Jetzt bin ich aber erschrocken. Ich dachte, es reicht doch zu wegrennen. Hui, okay, die lässt sich also nicht ablenken. Ich hab's einfach am Anfang schon verkackt. Oh. What? Ah. Oh shit, das bin ja ich. Oh Mann. Mach die Dinger wieder rein, ich will da durch. Wo ist sie? Flucht. Uff. Oh no. Leave me. Oh no. Oh Mann. Die Geisterfrau. Oh, netter Speicherpunkt. Ach komm schon.
Ernst? Wie ungut. That thing again. Why is it after me? What does it have to do with this place? Lauf, Sebastian. Oh fuck. Die Musik hat noch nicht aufgehört, deswegen. Das kann man nehmen, das sehe ich. Informationen. Oh Gott. Psychiatrisches Gutachten, bla 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 bla. Nee, ich habe jetzt nicht den Nerv, das zu lesen. Mobius were using me as their guinea pig. Long-lasting residual effects. Schnell weg. Like this. Fuck. Okay, ich glaube, ich lese die Information vielleicht doch. Oh. Kann man das irgendwie? Nee. Okay. Die obere Hälfte des Blattes ist abgerissen. Weiterhin im Dienst bleiben und beobachtet werden. Die Informationen aus seinem Experiment im STEM können für die Organisation von unschätzbarem Wert sein. Es wird vermutet, dass das Eintauchen in den STEM langanhaltende Nachwirkungen haben kann. Detective Castellanos ist einzigartig, da er in den STEM eingestiegen ist und ihn verlassen hat. Alles ohne die standardmäßige Vorbereitung oder Gedächtnisüberschreibung. Wir könnten viel über die psychischen Folgen der Nutzung des STEM lernen, wenn er seinen alltäglichen Angelegenheiten weiter nachginge und wir ihn aus der Ferne beobachten. Ich werde Detective Castellanos mentale Verfassung weiterhin durch unsere verordneten Therapiesitzungen verfolgen und sämtliche Erkenntnisse wöchentlich an die Organisation weiterleiten. Walter Harrington, Physde, oder Psyde, keine Ahnung, irgendein Doktor auf jeden Fall. Für, ich vermute eher Psycho-Doktor. So, ich weiß nicht, von wo wir reinkamen. Da war zu, das heißt, dann muss hier eigentlich offen sein. Nö, da ist auch zu. Dann gibt es hier bestimmt irgendwo einen versteckten Ausgang. Oder einen Schalter. Ah, da liegt ja auch nochmal was. Brief des Polizeipräsidenten, 17. November 2014. Hier ist Jim. Ich melde mich nur kurz wegen der Castellanos Beacon-Sache. Wir schicken Sebastian zu einer verpflichtenden Beratung. Der Beacon-Vorfall muss unter Verschluss bleiben und nur der Detective könnte das noch gefährden. Wir haben viele Operatives im KCPD, aber nicht genug, um eine totale Informationssperre zu gewährleisten. Glücklicherweise steht der Personalpsychologe auf der Gehaltsliste der Organisation. Sobald wir herausgefunden haben, wie viel Castellanos weiß, können wir in diesen Sitzungen problemlos gewisse Selbstzweifel bei ihm hervorrufen. Wenn wir mit ihm fertig sind, wird Sebastian nicht mehr genau sagen können, ob das, was er in Beacon erlebt hat, real war oder nicht. Nicht, dass er dabei viel Hilfe bräuchte. Er stolpert wie ein Zombie durch seine Einsätze. Der arme Mistkerl hat offensichtlich Probleme zu verarbeiten, was auch immer ihm dort drin zugestoßen ist. Es tut mir fast schon leid. Ich kenne ihn jetzt schon seit mehr als 10 Jahren. Und es ist, als wäre er nicht mehr derselbe. Aber das ist nun mal der Preis des Fortschritts. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. James Van Kirk. Kinder. They are everywhere. They were right under my nose the entire time. A way out? What the? Ah, Rubik. Okay, das wiederholt sich immer nur. Das ist cool gemacht. Das ist auch wieder Glaube. Kein Hinweis. Trapped. Can't get us. Still here. Can't leave. Nothing changes. My fault. It's all my fault. What the hell is this? Can't move on. Can't move. Whoa.
source of my pain is me. The part of me still stuck in Stem. Never getting out. No. I'm Whoa. Wrong. I will get out. But without you. What was that? It felt different than the others. More real. Like something changed. I feel good. A what? Ooh, revolver? My trusty revolver. Haven't seen you in a long time. Ist der grafisch verglitscht oder hat er eine komische Trommel? So, ein neues Bild. Das schauen wir uns irgendwann mal an, wenn wir es mal wieder zurückschaffen. So, ich brauche so einen blöden Chip immer noch. Habe ich hier eine Karte? Ja, Resonanz. Oh, die ist sogar oben. Ein bisschen. Mal gucken, ob ich jetzt hier raus darf. Ja. Sehr gut. Ich höre Company. Ah, ihr müsst noch warten. So, excuse me. So. Tasche für Shotgun, bitte. Wäre ultra gut. Ja, okay, Medizintasche ist auch okay. Brauche ich zwar nicht, aber ist okay. So, kann ich irgendwie Ammo herstellen? Nein, okay. Ich habe ja richtig viele Waffenteile. So. Was soll ich jetzt machen? Immer noch das Labor durchsuchen? Ja, dann latschen wir einfach hier alles ab. Was ist das für ein komischer Streifen da? What the? Okay, Schleichen hat also nicht funktioniert. So, in Lab 2 waren wir drin, dann gucken wir mal in Lab 3 noch rein. Viel Pistolenammo. Okay, die stehen nicht auf, das ist gut. Ja. What do we have here? Erst kurz drum rumschauen. Handschuhe an. Nee, das benutze ich noch nicht.
So, Studie über einen Operative. Unsere schlimmsten Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Das Phänomen der Verlorenen hat sich auf die Mobius Operatives ausgeweitet. Wir hatten schon vermutet, dass die Verwandlungen ein Ergebnis der Gedächtnisüberschreibungen sind. Allerdings wurde das der Operatives nicht angetastet. Wir haben es geschafft, einen betroffenen Mobius Operative unter Quarantäne zu stellen und zu eliminieren, bevor er sich verwandeln konnte. Vielleicht hat ihn der Kontakt zu so vielen toten Verlorenen in der Grube anfällig für das Phänomen gemacht. Die Frage ist nur, was genau war der Auslöser? Vielleicht ist es auch nur ein Zufall. Wir werden seinen Einheitszerebral-Chip entfernen und hoffen, durch ihn neue Daten zu erhalten. Das Entfernen intakter Zerebralchips ist mit dem Extraktionsgerät möglich. Der Ablauf ist automatisiert und relativ simpel. Dazu legt man die Person einfach auf die Bahre und gibt den Aktivierungscode 0128 ein. If they haven't removed this guy's chip yet, I can use it to get through that door and find Hoffman. 0128. Okay, let's see what happens. Das ist angenehm. Aber er kriegt ja nichts mit, der ist tot. Die Geräusche. So, okay, Angebot ist er. O-zapft ist, sozusagen. Aber den Chip hole ich mir erst in der nächsten Folge, weil ich bin schon ein bisschen über der Zeit. Ich wollte jetzt aber das Labor noch schnell sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.